Ey, knüppeliges Hallo, nein Spaß, knüffiges Hallo zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild, zur 9. Wir sind vom Sora-Dorf oder Sora-Stadt oder was auch immer, wie man das nennen soll, yeah, woo. Und da hinten ist ein Schrein, wir sind eigentlich schon hier und es regnet. Cool. Es ist hier Dauerregen, das weiß ich selber. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen triggert. Also hinten ist ja ein Schrein, den werden wir uns dann holen. Aber wir werden uns heute eine kranke Quest angeln. Also, das war jetzt ein Wortwitz, ihr versteht. Angeln, haha, hihi. Und oh. Oh je. Yeah. Oh. Okay, Prinz Sidon. Oh, er geht zu mir. Moin. Oh. Mein Meister. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Sora, ja, wusste ich doch. Komm mit, ich stelle dich dem König vor, hier entlang. Habe ich nicht Sora Stadt genannt? Egal. Für mich ist das eher eine Stadt als ein Dorf. Aber juckt, glaube ich, nicht. Also wenn das jetzt jemanden juckt, dann sorry. Ich bin lost. Es gehört zu meinem Channel dazu, dass ich lost bin. Aua. So viele Verletzte. Nee, das kann ich doch nicht, schade. Oh je. Yeah. Ein weiterer Schrein. Nishi Shoma Yoma Schrein, was zur Hölle. Bubble, Sprachen lernen. Ah. Wisch. Heben und senken, meine liebe Freunde. Das ist das Sprichwort. Und was müssen wir hier machen? Wir brauchen das Kryo-Modul, I guess. Okay, hier muss etwas rein. Wow, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Und hier kommen Steine runter. Ah, aua. Und die können hier wegen den Strahlen nicht vorbei, oder wie? Also wenn wir jetzt hier so ein Ding machen, dann können die vorbei. Nee. Die stecken hier fest, oder wie? Nee, hier ist einfach der Weg versperrt. Kann man das mit einem Bombenmodul wieder lösen? Ich hoffe. Nee. Okay. Das heißt, hier sind Steine. Nee, die kann ich schieben. Aber die muss ich von der anderen Seite schieben. So, hier kommen die Steine, ne? Right. Jetzt kann ich durch. Ach Gott, ist das hier dumm, durch zu manövrieren. So. Ja, gut, habe ich gesagt. Okay, ich muss gerade jemanden schreiben. Bin in der Aufnahme. Du Lusche. So. Oh. Die rollen jetzt wieder hier durch. Schön. So, das erste, was wir, glaube ich, brauchen, ist hier mal. Ja, wir können das natürlich auch falsch machen. So. Und dann müssen wir erstmal durch. Okay, das war noch. Okay, komm. Warum laufe ich immer gegen diese Steine? Ah! Das gibt's doch nicht! Und ich wollte hier schon die Quest. Ja, das wird dauern. Oh Gott. Was ist das? Das tut so weh. Ich verstehe nicht mal, was ich machen muss. Das ist das Risiko. Okay, warte,
Da drüber ist. Seht ihr das? Wir haben hier darüber so ein. Okay, dann stecken die hier schon wieder fest. Ich weiß halt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also für uns ist es jetzt mal eher schlecht, nicht getroffen zu werden. Also um nicht getroffen zu. So. Jetzt müssen wir einfach Glück haben, dass wir hier unbeschadet durchkommen. Diese. Ach! Okay, hier, also. Okay, wir sind jetzt erstmal hier safe. So. Wir können hier runterlaufen. Bin ich da richtig? Genau. Und da drüber ist auch eine Kiste, die wir uns snacken können. Die holen wir uns jetzt einfach mal. So, erstmal hier ist schön snacken. Oh, das war eine Sora-Lanze. Kann wieder weg. Ich hoffe, wir können hier nochmal hoch. Das war es wieder mal komplett. Okay, dann können wir. Ne, wir können hier nicht durch. Wir müssen jetzt nochmal hochlaufen, natürlich. Ach, kommt. Okay, aber der Steinfluss hat aufgehört. Dadurch, dass wir oben angekommen sind, das ist schon mal positiv. So, wir können diese Kugel hier runterstoßen. Right? Dann können wir die halt so hier hoch und dann rollt die da durch. Ach, ich verstehe. Hier ein Loch, damit wir erstmal schauen können. So. Als erstes, wenn die Kugel hier durchrollt, kommt die denn hier runter? Ja, kommt sie schon. Nur die Sache ist die, dass, hä, ich verstehe das nicht ganz. Die muss da landen. Aber wie soll sie da landen, wenn hier der Wasserfluss aufhört? Das ist ein bisschen verwirrend. Wir machen hier jetzt mal alles hier schön voll, damit die Kugel hier nicht durch kann. So, wenn ich das jetzt hier wegmachen soll, der runterpurzeln. Tour. Ja, und der kommt doch hier einfach durch. So, und die Sache ist jetzt die. Wenn ich da, dann fällt er doch runter, oder? Ja, der fällt dann hier einfach runter. Toll. Aber hier durch bekomme ich ihn nicht. Das heißt, ich muss den da drüber, oder wie? Oh, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, zuerst muss der Typ hier mal runter. Weg mit dir. So. Das heißt, der muss ja. Das hat, ach, deshalb auch das Gitter oben. Ich verstehe. So. Als erstes muss der hier. Also, als erstes muss der hier erstmal hier runter. Klar, ne? Verständlich. So, erstmal hier runter. Erstmal hier wieder zerbrechen. Und dann erstmal hier hoch. So, damit wir hier. So, also wenn wir dann hier runterbrettern lassen, dann brettert der hier lang. Wir müssen die Tür, also wir müssen aber hier müssen wir zu haben. Ja. Und wenn er dann hier, also wenn er dann hier ist, dann müssen wir den hier nochmal hochjagen. Das heißt, hier muss sozusagen auch einer hin. So, und dann haben wir noch einen frei, um den hochzubewegen. Right? Der kommt dann hier hin und kann dann hier nicht durch, geht dann darüber. Ich verstehe. Langsam. Oh. So, erstmal hier. So, wir können diesen Dude jetzt erstmal hier hochjagen. So, nein, kommt der jetzt erstmal, geht jetzt erstmal nach. Genau. Jetzt bleibt er hier erstmal stehen, was schon mal positiv ist. Nee, der rollt weiter. Warum rollt er da? Ist er da jetzt durchgerollt? Warum ist er da jetzt durchgerollt? So, machen wir mal. Da müssen wir so machen. Das soll ja auch hier durchrennen. Aber ich verstehe, was wir machen müssen. Das wird alles ein bisschen komplizierter als gedacht, Wildtag. So. Frage ist, ich hoffe, es wird keiner zerstören. Denke mal nicht. So, ist das Ding jetzt noch da? Ja, ist noch beide da. So, dann jagen wir den wieder hier hoch. Bauen wir den wieder weg. Und dann sollte der bitte
Jetzt nicht da stecken bleiben. Nein, er geht weiter. Schön, 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 schön. So, und jetzt muss er dann hier nochmal hoch. Right? Genau. So, und dann checkt er hier. Jetzt können wir die zwei entfernen. So, und jetzt dürfen wir halt dann nicht verkacken, weil das wäre jetzt ganz belastend. So, der geht jetzt hier hoch. Dann darf der erstmal hier nicht weg. Also erstmal hier die zwei Wände hinmachen. Zwei Wände erstmal, dass der nicht weiter kann. Der soll dann nicht. Toll, das so geht's auch. Toll gemacht, Waffel. Ja, wir brauchen wenigstens mal ein bisschen anspruchsvolleren Schrein hier. So, der geht jetzt erstmal hier. Genau, der geht jetzt hier hin. Und jetzt jagen wir den so weit hoch, dass der da rein. Okay, also im Prinzip haben wir das Ganze jetzt geschafft. Wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um den hier hin zu jagen. Nur wir müssen das halt dann noch mal ein bisschen besser machen. Ich verstehe das zumindest mal. Also hier muss erstens zu. Hier muss zu. Ganz wichtig, hier muss der zu. Und wenn er dann hier runterrollt, klar, der rollt dann hier runter, dann darf der nicht hier durchrollen. So. Dann wieder hoch. Ja, wir werden das noch. Wir werden das hier hinbekommen. Da bin ich mir sicher. Ist zwar anstrengend, aber wir bekommen das Ganze hin. Dann jagen wir den hier hoch. So, dann gehen wir erstmal wieder hier hoch. Und jetzt müssen wir hoffen, dass der dann wieder nicht stecken bleibt. Genau, der geht dann da durch. Der geht dann hier. Bitte fall nicht runter. Okay, das war ziemlich knapp. Aber der ist dann noch. Das sieht mir zwar jetzt echt ein bisschen gefährlich aus. Wir müssen jetzt aufpassen. Der muss ja hier dann rein. Also wir müssen den jetzt hier zubauen. Was zwar ein bisschen belastend ist, weil im Endeffekt, wenn er jetzt hier nicht, haben wir ein riesiges Problem. So, aber der ist hier genau an der Kante. Das heißt, das sollte schon funktionieren. Wir müssen nur schauen, dass wir den ganz sachte da drüber heben. Wir haben's. Wir haben's, glaube ich. Bitte sag, wir haben's. Das ist mir gerade nicht passiert. Bitte sag, dass es nicht zurückgesetzt ist. Bitte. Oh Gott. Ich hatte gerade so Schiss. Wenn das jetzt zurückgesetzt worden wäre, ich wäre tot. So, und jetzt erstmal hier rüber. Komm, bitte. Hab. Ja! 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 Was war das für ein Schreien? Was? Alter, das war. Ach, komm doch! Ja, genau! Er wollte mich doch alle für blöd verkaufen. Ja, moin. So, auf jeden Fall 13 Minuten haben wir jetzt schon. Alter, als ob das Ganze jetzt so lange gedauert hat. Mein Ruf ist jetzt einfach schon vernichtet. Mein Zelda-Ruf ist jetzt einfach vernichtet. Wir haben den Schrein erfolgreich abgeschlossen. Das ist so positiv. Wir sprechen jetzt mit dir. Guten Abend, bisschen ja, gut beobachtet. Ich bin am Mol. Ja, die Schatulle ist mir aufgefallen. Bitte sieh sie an. Dankeschön. Sie war einst ein Recke und heißt Mifa. Der Krieger ist leider gestorben im Krieg, weißt du. Ja, das wissen wir leider zu gut. Also ich zumindest. Lul. Das ist einfach ein Corona. Einfach bei Dauerregen. Dieses dumme Wetter. Eine Ausdauerkrabbe haben wir. Wir müssen ja hier, wir müssen sowieso hier rüber. Einfach nicht runterfallen, wir müssen sowieso dahin. Wir müssen zum König. Oder ich hasse den Typen. Wir klauen den jetzt den Fall, wer kann ich denn wieder. Ich will den Fall haben. Ich
Schwimmbarhute. Sigurd, nach 100 Jahren lässt du dich blicken. Du bist es. Nur wegen dir ist Mifa tot. Danke, Jungs. Danke, dass ihr mir das zuschreibt. Das Dorf der Suras. Geschafft. Hui, jui. Nice. Oh, du bist also der Heliana, den sie dann gefunden hat. Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorefan. Wir? Dorefan, der König des Sora-Volks. Hm? Was da an deinem Gürtel hängt, ist das etwa ein Schikerstein? Nanu, lass dich doch einmal genau ansehen. Du bist doch Link, der Recke der Heliana. Erinnerst du dich nicht an uns? Der Recke der Heliana? Du bist dieser Recke, Link? Ich wusste doch, dass mir dein Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Heliana. Wir leibt und lebt. Welche Überraschung. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzten sich einige Male. Wir hörten, du waltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit oder so entspricht. Ich habe geschlafen. Was? Geschlafen? Deshalb also erinnerst du dich nicht an uns. Aber an unsere Tochter Mifa erinnerst du dich. Mifa? Jetzt sag aber nicht, du hast selbst Mifa vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde und sie hast du einfach vergessen, Junge. Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Sieh dir die Statue an, bitte. Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz in Erinnerungen wieder helfen. Vater, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht. Wirklich ohne eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Das ist sicher alles nicht leicht für dich, Link. Doch bitte hör uns an. Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitanen Varuta in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Würdest du uns in unserer Not beistehen? Haltet ein, Eure Majestät. Wollt ihr einen Hylianer um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Und übrigens muss man das so. Mutsu, fängst du schon wieder damit an? Du solltest etwas mehr Respekt zeigen, Mutsu. LOL! Dumm. Link ist auf meine Einladung in das Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es, Link in seinen Recke. Er hilft jedem. So, bezinnt euch doch, Majestät. Habt ihr denn schon alles vergessen? Wir dürfen den Heliana nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit der antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule noch geben. Sie haben alles in die Verdammnis geführt. Sogar... Sogar Mifa haben sie uns genommen. Junge. Link. Ruta ist der Titan des Wassers. Und wenn er dann bricht, dann ist unser Dorf verloren. Der Ruf des Titanen. Oh je. Wir wissen, was wir zu tun haben, würde ich sagen. Er fährt sich hoch. Lol. Boah, ich finde das, die sehen so krass aus. Wow, das sieht episch aus. Das sieht echt episch aus. Der Wassertitan Varuta. Der kann das Wasser kontrollieren. Sigan, wir können aber leider nicht mit Elektrofeind schießen. Daher brauchen wir dich. Hatte ich vor, das Ganze aufzuhalten. Was? Du möchtest in den Titan eindringen und ihn besänftigen? Und Prinzessin Zella leitet dich? Heißt das, sie lebt noch? Sie ist im Schloss. Und ich würde sagen, Leute,
Das Ganze seht ihr beim nächsten Mal. Also euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann geht's hier weiter.